So Leute, damit willkommen zurück hier bei Planet Explorers. Wir waren gerade dabei, ein Campfire sollten wir machen. Wir haben hier alles dafür gesammelt. Wir hatten Fett sollten wir von Animals, Wood haben wir alles, rechte Maustaste. Ich habe erledigt, was du mir gesagt hast. Und ich muss mal ganz kurz nebenbei, Moment, ich habe hier gerade vergessen, nebenbei mal die Uhr laufen zu lassen, dass ich hier so ein bisschen mitbekomme, wie lange ich hier spiele. Moment, oh, ich sitze auch irgendwie komisch. Very good, you can. Jetzt können wir mit Kochen anfangen. Wir haben auch das Skript Campfire jetzt erhalten. Ach, Moment, mir fällt gerade noch was ein. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe nämlich, das ist mir aufgefallen bei der ersten Folge, jetzt müsst ihr doch einen Mauszeiger hier auch sehen. Der ist hier vielleicht nicht so ganz unwichtig. So, hier, Script. Boah, ist das laut. Das Script für Campfire. Warum ist das Fenster, wenn ich da oben haben? Haben wir sonst noch irgendwas Nützliches? Nee. So, jetzt können wir das Campfire herstellen. Das werden wir gleich mal machen. Campfire. Ich habe nur vier. Habe ich jetzt eins der gegeben oder was? Moment, jetzt muss ich. Jetzt brauche ich nochmal Tierfett. Ich will, aber. Man muss so aufpassen dann hier. Entschuldigung. Man muss so aufpassen dann hier später, was man kauft. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe, wo ich das mal weiter angespielt habe, oder wo ich das angespielt habe, eine halbe Stunde oder sowas, bin ich da hoch zum nächsten Camp quasi gelaufen und habe es ein bisschen. Verpeilt, da habe ich anstelle von Rezepten zu kaufen, habe ich die Gegenstände gekauft und das ist eher uncool, weil die Gegenstände haben ja eine Haltbarkeit, ne? Wisst ihr schon, und Alter, ist das laut! Das Meeresrauschen, das haut hier ganz schön rein, obwohl ich das so runtergestellt habe, die Effekte generell. Das ist schon hart. Und ich habe jetzt übrigens, wo waren das? War das hier? Ja, genau, also wir sind die ganze Zeit im Rennmodus, wenn ich R drücke, können wir auch etwas entspannter gehen. Hier haben wir nochmal Tiere. Und die Sichtweite ist momentan eingestellt auf 1 Kilometer. Also wir können derzeit in-game 1 Kilometer weit schauen. Ich habe gar nicht getestet, wie weit das. Na, komm her. Wie weit man das noch einstellen kann. Aber wenn ich hier so gucke, das ist doch in Ordnung, oder? So 1 Kilometer. Gut, da ist der Horizont. Da kann man eh immer nicht weit gucken. Aber ich finde, da sieht man genug. Aber man kann das natürlich auch gerne. Ist es möglich, dies höher zu stellen? Hopp. Und in der ersten Folge war ja auch ein Kommentar, dass da jemand gesagt hat, ja, es ist schon eine Weile her, dass er das Spiel gespielt hat und es hätte sich sehr, sehr viel mittlerweile verändert. Also ist sehr viel dazugekommen. Es wäre ein komplett anderes Spiel, was ja auch, fand ich ganz interessant. Also gehen die hier dann wohl doch was heißt den richtigen Weg, kann man so früh eigentlich auch noch nicht sagen. Aber die machen hier zumindest dann was und gehen vorwärts. Moment. Und wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ist ja gar nicht so lange her, war das Ende letzten Jahres, wo, oder dieses Jahr? Nee, Ende letzten Jahr, wie hieß es denn? Hallo? Was? Hä? Sag mal, habe ich hier jetzt irgendwie, ich hatte doch, wieso habe ich jetzt nur eins? Hat die jetzt alle davon? Na egal, ich habe das Rezept. Was soll's? Mama und Campfire halt irgendwann später. Wir bleiben ja eh nie hier. What is it now? Was? Die hat ein neues Rezept angeblich gefunden? Okay. Und stellen wir halt erstmal eine Fackel her. Und nu? Also sie hat uns gerade gesagt, ja, hier, jetzt brauchen wir wieder Animal. Ich werd bekloppt. Die liegt da im Gras, ist schwer verletzt, aber findet neue Rezepte. Ist sehr interessant. So, da gibt. Boah, Alter, mehr. Halt die Klappe. Da holen wir jetzt nochmal Tierfett. Ich war doch felsenfest der Meinung, dass wir vorher so viel gesammelt haben. Oder verwechsel ich das jetzt gerade so ein bisschen? Mehr. Alter. Los, komm. Tierfett. Dass hier in der näheren Umgebung keine Tiere sind.
Also es kann echt noch interessant sein. Mal sehen, wie lange wir hier noch... Ist das da? Nee, das bewegt sich da. Ja, das bewegt sich. Was sitzt denn? Hey, komm. No! Ey, fällt mir jetzt so gerade auf. Die haben vier Beine und vorne nochmal zwei Greifer. Sieht ja auch so ein bisschen wie ein Stegosaurus. Ohne das Horn hinten. Und der hatte auch nie sechs Augen, aber... Krass, was... Ja, die Pflanzen, die Kakteen mit den Blüten. Ich hatte gerade gedacht, das wäre ein Vogel. Und hier das komische Zeug ist schon... Und dort... Ah, das wird schon ganz geil werden, wenn man hier dann so ein bisschen auf Entdeckungsreise geht. Bin ich echt sehr gespannt, was es da noch gibt. Und zwar zu welchem Spiel ich vorhin was sagen wollte. Ich bin schon wieder so sprunghaft. Ist Cube World. Das war ja auch so dann gefeiert. Das hatte ja, glaube ich, hat er das einer alleine entwickelt oder mit seiner Frau zusammen oder zwei programmieren, keine Ahnung. Das war ja auch erst so in aller Munde. Also so kam es mir zumindest vor. Wurde dann auch viel Let's Played und alles. Hatte auch ein paar sehr geile Ansätze. Und dann, nachdem diese erste Spielversion rauskam, ist ja, ich glaube, seit jetzt nichts mehr weiter passiert. Da geht es nie so schnell vorwärts, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, dort kann man dann halt, war man sehr schnell am Ende von dem, was man da wirklich machen konnte. Außer halt leveln, ein bisschen was sammeln. Aber hatte auf jeden Fall Potenzial. Aber ob das dann so gut ist, wenn dann vielleicht na, Sachen nicht schnell genug weiterentwickelt werden, keine Ahnung. I finish what you told me. Was? Geräuchertes Fleisch. Mission completed. Okay, dieses Fleisch hilft uns. Zeig. Wo ist es denn? Neu. New. Smoked Sauces Script. Ah, okay, jetzt habe ich... Räucherwurst. Moment. Gucken wir mal ganz schnell, was braucht man dafür? Eine Fackel, Fett und Fleisch und dann kriegst du geräucherte Wurst. Okay, Ausdauer kriegt man dafür wieder. 125, alles klar. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, mal... What is it now? I'm still feeling Mario. Ah, okay, jetzt haben wir hier... Boat land a bit north of here. Someone has to be there. Ah, und jetzt haben wir nämlich auch das Shield-Script bekommen. Und Schwert... Und Schild, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt können wir uns nämlich ein Holzschwert und ein Holzschild machen. Natürlich nicht hier drin, sondern im Replicator. Shield, deswegen wundert mich das mit den Handlebars. Ich kann hier nämlich an das Schild brauche ich auch keine Handlebars dran machen oder was das da ist, was wir da haben. Sehr, sehr seltsam. So, wir bauen uns ein Schild. Und wir bauen uns kein Schwert, weil dafür das Holz nie reicht. Dann... Wo ist der nächste Baum? Da tun wir hier jetzt mal kurz das Ding noch hacken, dann stellen wir uns ein Schwert her. Ich glaube, der hier müsste recht schnell zu fällen sein. Los! Und dann gehen wir zum nächsten Camp und ab da ist es dann, dann ist es nicht mehr so weit, nee, halt Moment, dann wird es für mich auch dann sehr bald, neu hier, weil so viel weiter habe ich schon nie gespielt. Ich habe die Olle dann zurück zum Camp zu dem Camp da geholt. So viel kann ich ja schon verraten. Wir gehen da jetzt hoch. Da kommt ein Doktor. Der kommt mit und holt die Olle dann huckepackmäßig ins andere Camp hoch. Und dann brauchen wir uns hier weiter nicht mehr aufhalten. So. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ausrüsten. Equipment. Wir haben eine Schild. Und wir haben eine Schwerte. Moment. Ich würde sehr gern... So, jetzt bin ich mal... Kann ich wo... eins, zwei, da. Wo sind denn jetzt die dämlichen Handlebars schon wieder hin? Hier. Kann ich die jetzt hier dran? Moment. Nee, kann ich... Hä? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben ein Schwert und jetzt mit STRG können wir blocken. Und hier unser kleines Holzschwertchen. Gut, jetzt gehen wir nach... Wie gesagt, wir sollen ja ein bisschen nach
Norden gehen, weil dort hier, sehen wir auch die Quest angezeigt, hier unter dem Hügel ist das nächste Schiff runtergekommen. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und sagen Hallo. Trotzdem wäre es mir irgendwie, ja gut, wenn ich die ganze Zeit so laufen würde, dann würde es mir auffallen, dass man so schnell, aber irgendwie noch ein Stück schneller wäre auch geil. Aber das habe ich ja auch, ich weiß nicht, in der letzten Folge habe ich ja hinten nach dem Dings auch mal so eine, wie heißt das immer, diese Endcard, naja, komischer Begriff, aber ist halt so, auch mal da probiert und da habe ich einen Trailer reingehauen noch mit zu Planet Explorers. Ist nur von der Qualität ein bisschen mies geworden, weil der halt, hallo, brüll doch nicht so, Mädel, weil der halt nochmal überrendert wurde, das war so ein bisschen ungünstig, hatte ich nicht bedacht, aber da ist auch, glaube ich, zu sehen oder in irgendeinem anderen Trailer, es gibt ja hier auch Fortbewegungsmittel, was alles genau, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe so ein Paragliding-Teil, habe ich schon mal gesehen, womit man dann quasi so ein bisschen fliegen kann. Ich glaube, hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Komm her, komm, hallo, jetzt renn er nicht weg. Und jetzt haben wir, oh, aber doch recht, habe ich, na, hallo? Ey, das ist das, was ich meine manchmal. Und dadurch, dass sie halt stehen bleibt, wenn die schlägt, kann das manchmal schon ein bisschen ungünstig sein. Ich weiß aber auch gar nicht. Komm jetzt her. Ich weiß aber auch gar nicht, wie das hier ist mit den Tieren. Kann man die so stark dezimieren, dass dann in einem Gebiet nichts mehr ist? Oder respawnen die einfach immer so? Das wäre auch noch interessant zu wissen. Ah, das ist ein feindliches Vieh. Das wird uns gleich angreifen. Da können wir mal gucken, ob wir... Hier? Und das ist auch so eins von dem eigentlich etwas schnelleren. Komm her. Und der rennt ja rennt eine halbe Ewigkeit hinterher, bis er dann irgendwann mal stehen bleibt. Mistvieh. Ja, da kommt man selbst mit dem Springen hinterher. Jetzt komm. Das ist furchtbar. Bleibe hier. Du hast erst angegriffen. Ja, und wenn es dann immer die Aggro oder wie auch immer verloren hat, würde es dann direkt... Peachflow aufrucht, würde es dann direkt auch wieder angreifen. So, und da sind wir schon. Und hier, das sind diese Gebilde, die ich meinte. Moment. Diese riesen überdimensionalen Bambusstöcke oder dieser überdimensionale Bambus, der im Bogen wächst, warum auch immer. Da brauchst du eine halbe Ewigkeit, bis du das abgeholzt hast. Und hier sind die anderen von unserem Kolonisierungsschiff oder von unserem, ja doch, von unserem Kolonisierungsschiff. Und die sind nie abgestürzt wie wir, die sind hier einfach gelandet. Ach, wie geil da hinten. Jetzt, wo ich das da sehe, frage ich mich, wie ist denn die Physik-Engineer? Wenn ich das dort unten drunter alles wegkloppen würde, würde das dann einstürzen? Hm. Zum ersten Mal, dass es hier klein Nacht wird. Und hier ist... Boy, it's good to see you alive. Alan Carter. What in the five hells happened? I heard a loud bang and down we went. Luckily for me, I was seated right next to a lifeboat. Ja. Der hatte einfach nur Glück. Der saß genau neben so einem Rettungsboot. Who are you? Did the shock regress your mind? Next time you forget your favorite doctor's name, I'm gonna smack you on the head. It's me, Alan Carter. Ja, sehr sympathisch. Offensichtlich ein Frauenschläger. Ja, wenn wir nochmal seinen Namen vergessen oder fragen, wer er ist, dann krieg mal einer rein. Jen and Sly came down here with me. They're out looking for all the survivors, though. She'll be back here shortly. So, zwei andere sind noch mit. Shen und Sly. Arnold Schwarzenegger wollte ich gerade. Sylvester Stallone ist hier auch noch mit an Bord. Und der checken nach anderen Überlebenden und sollten bald wieder hier sein. Der hat auch einen Shop. Wir sagen gleich hier, dass jemand verletzt ist. Und hier haben wir nämlich allen möglichen Mist. Ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber, und hier hat man ein Steinschwert. Das habe ich mir beim letzten Mal geholt, bis ich dann gesehen habe, das ist, wo war es denn? Hier haben wir das Rezept dafür. Das ist dann halt ein bisschen ungünstig. Stone Shovel. Und das kostet halt alles Fleisch. Da haben wir ja aber zum Glück genug. Hier haben wir noch Uniform und hast nie gesehen. Alles Rezepte. Hier haben wir Rezept für eine Leiter. Für einen. Hier haben wir nur den Bogen. Moment, wo ist das Rezept dafür? Nirgendwo.
Simple Plastics. Auf jeden Fall. Moment, jetzt muss man hier. Das mal, hä? Auf jeden Fall für das Steinschwert. Moment, jetzt muss man gucken, was kostet das? Wir haben 38 Miet und wie viel haben wir? Oh, über 1000. Sehr schön. Über 1000? Ja. Über 1000. Ja, dann können wir ja. Ja, ich möchte das Skript für alle Steinwerkzeuge. Hole ich mir schon mal. Die sind ja alle nicht so teuer. Ist das etwa auch ein, ja, ein Steinschild? Das können wir alles lernen. Das ist sehr hilfreich für einen Wooden Bow. Holen wir uns auch noch gleich alles. Was ist denn das hier? Was? Jägerkleidungsscript? Armor Protection. Defense plus 8. Durability Limit 236. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Nee, Moment. Wo? Durability Limit? Also, ach so, das hat eine Haltbarkeit von 236. So rum. Ich habe jetzt gerade. Ich habe gerade mit dem Limit. Ich habe einfach gerade gedacht, das wäre Limit. Irgendeinen Skill, den wir brauchen, um das anzuziehen. Und dann können wir uns hier eigentlich noch die ganzen Klamotten holen. Aber wir machen erstmal kurz. Das Problem ist, wir bräuchten ja jetzt irgendwo ein bisschen Stein. Wir lernen erstmal schnell die ganzen Rezepte. Items hier. Steinschwert, Steinschwert. Ist ein total nettes Geräusch, wenn man das ganz oft hintereinander hört. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nein. Ich wollte auf die 3. Jetzt können wir mal kurz. Hallo? Ah, ich habe die Steuerung umgeschalten gerade eben. Warte mal, jetzt sind wir hier im Editor drin. Moment. Ich habe gerade einen vollkommen falschen Knopf gedrückt, weil jetzt habe ich diese Steuerung, wo ich immer die Maus sehe. Wo war denn das? Das konnte ich hier irgendwo. Ach ja, mit F konnte ich die Steuerung. So, mit rechter Maustaste tun wir jetzt mal. Hallo? Ne, mit linker Maustaste. So, wir haben ein Marble und ein Stone. Was ist ein Marble? Ist das Kies? Jetzt haben wir Graphit noch mit dazu geholt. Das ist hier, glaube ich, noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das willkürlich ist. Jetzt haben wir Copper. Jetzt haben wir einen Dirtblock. Dann haben wir nochmal Dirtblock und einen Stone. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen willkürlich ist, was man hier rauskriegt. Weil die ganzen Dirtblöcke zum Beispiel möchte ich nie. So, hopp. Aber ich hack mal hier oben. Hier sieht es felsiger aus. Mal sehen, ob das dann hier anders ist. Moment. Dann haben wir hier wieder Marble. Los, mach weiter. Und hier haben wir jetzt nochmal Marble. Hä? Und ein Stein. Das ist irgendwie noch so. Ich weiß es nie. Jetzt haben wir hier sogar ein Eisen. Das Problem ist, man sieht in der Textur irgendwie auch nie so wirklich einen Unterschied, dass man sagen kann, okay, jetzt hier haben wir irgendwelche. Gut, oberflächlich Adern zu finden, ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es hier schon Höhlensysteme gibt und sowas. Aber auf jeden Fall ist das hier jetzt gerade so ein bisschen. Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen doof, dass man einen Haufen anderes Zeug noch kriegt, obwohl man eigentlich was ganz anderes will. Ich will ja einfach nur Stein. Was ist Marble? Ist das Geröll? Jetzt haben wir nochmal Graphit. So, warte mal, Moment mal, wir gucken mal ganz schnell. Jetzt haben wir hier was. Was ist denn das? Browsing. Synthetik, hier kann ich. Aus Blendfieber kann ich Stoff scheinbar herstellen. Okay, das ist neu. Wann habe ich denn das Rezept bekommen? Egal. Stone Axe, wir machen erstmal das Stone. Also brauchen wir 12 direkt mal. Und wir haben. Wie viel haben wir? Auf jeden Fall nicht genug. Oder ist das vielleicht. Ich frage mich gerade. Ich will mal was testen. Und zwar, ich bin gerade am Überlegen, ob das vielleicht auch ähnlich ist wie. Ich habe mich gerade gefragt, ob man vielleicht mit einer Steinaxt dann auch mehr oder bessere Ressourcen rausbekommt. Wisst ihr, was ich meine? Dass wenn ich dann. Ach, wie geil sieht denn der Mond aus, bitte? Hammer! Und da ist noch ein Mond. Verrücktes. Ah ja, der Roster spielt mal wieder Call of Duty.
arbeiten im Mondschein. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wood. Nee, ich könnte mir vielleicht vorstellen, vielleicht könnt ihr mir das auch sagen, dass man hier 20 Wood, okay, ob man hier dann jetzt mit anderen Äxten besser, ob das einfach nur schneller geht oder ob man wirklich direkt auch Inventar, direkt auch andere Rohstoffe kriegt oder einfach nur, ob das noch... Oder ob das einfach nur egal ist. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Jetzt gehen wir am besten nochmal an mehr oder weniger die gleiche Stelle jetzt. Oder nee, wir hacken mal hier rein. Machst du hier die ganze Landschaft kaputt? Nö. Maplestone. Maplestone. Ja gut, zumindest ist jetzt immer Stone dabei, wenn ich das jetzt gerade so sehe, oder? Ja. Iron. Na, okay, jetzt war. Hä? Find ich jetzt noch ein bisschen seltsam, alles in allem, oder? So, wenn wir uns... Die dreht sich jetzt halt nie um, auch wenn wir gerade um uns so ein bisschen drumrum hacken. Ah, nee, doch. Okay, also ich würde sagen, es macht auf jeden Fall was aus, weil jetzt ist zumindest immer Stone dabei gewesen. Zwar auch dieses... Ja, jetzt haben wir auch... Na, 2 Stone. Okay. Gut, sieht doch nicht so schlimm aus hier in der... Dass man das so dolle kaputt macht hier. Limestone? Limestone? Soll das Lehm sein? Nee, oder? Was ist Limestone? Egal, Hauptsache, es steht aber in Rezepten da, wofür man es braucht, von daher. So, gut, das denke ich mal... Jetzt hack! Ich denke mal, das sollte reichen jetzt zum Dings. Wir haben es ja schon mitten... Auch 8:30 möchten uns bei irgendwann mal ins Bett legen. Stone Sword vor allen Dingen. Wie viel hat denn das? Attack plus 58, 33? Ja, kann man auf jeden Fall. Ist gut. Und das restliche Stone Shield, Stone Shovel. Was ist das? Woodbow. Ah, ach so, ja, hier eine Sehne habe ich davon quasi gemacht. Alles klar. Eine Sehne kann ich da draus machen. Und dann, ach, das ist ja geil. Moment, wo haben wir es jetzt? Woodbow. Woodbow. Nein, ja, Max, okay, ich kann eh nur einen machen. Geil, schön. Ich würde nur noch gerne mit anstelle mit der Sichtweise ändern, würde ich lieber mit der Maus durch die Items durchscrollen. So, oh Mann, 23 Minuten nehme ich schon wieder auf. Das geht irgendwie... Wieso kommt mir das hier so schnell vor? Dass hier so schnell die Zeit vergeht. Auf jeden Fall werden wir die anderen Sachen werden wir auf jeden Fall verkaufen. Wo haben wir jetzt den Bogen? Ich möchte den Bogen, das Schild können wir hier ganz hinten lassen, das ist vollkommen egal. Den Bogen, dann haben wir die Axt, die Taschenlampe, habe ich ja noch nie herausgefunden, wie die sinnvoll einzusetzen ist. Wir haben den Bogen, die Axt und dann nehmen wir hier noch, nee, Bogen und die Spitzhacke, hier noch die Axt mit rein. Und gut ist. So, Bogen wäre dann die 2, wenn mich nicht alles täuscht. Geil. Hä, hallo? Und wie schieße ich jetzt? So, die hat den Bogen. Hallo? Bogen ist gespannt. Also mit der rechten Maustaste schieße ich schon mal nie. Ach, ich habe keine Pfeile. Ah, ich dachte, ich wäre... wie mache ich die? Moment. Range Weapons. Woodbow. Mining Tool, Range. Oh, Moment, was haben wir hier? Armor. Nee, das ist ja Rüstung. Hä, warum habe ich denn das zweimal hier drin? Okay. Wo haben wir denn hier? Grammets, Defense, Building, Consumable? Naja, nee, eigentlich ja nie. Verbrauchsgüter, Creating... Was? Creating Elements? Geil, habe ich jetzt einen Bogen und kann keine Pfeile machen, oder was? Was ist das denn für ein Scheiß? Ah! Carter! Ja, ich, Moment. Sieht hier irgendwo jemand Pfeile? Ein Rezept für Pfeile? Verdammt! Torch? Hier sind keine Pfeile. Pfeil? Nee, nix. Gar nichts. Was ist denn das? Eine Kopflampe. Oh, die ist vielleicht ganz cool. Meins?
Kann man nachts mit einem Licht, geht nachts uns ein Licht aus, kann man Biscuit, bla bla bla. Nun gut, okay, 25 Minuten, oh Gott, das mache ich erstmal kurz eine Aufnahmepause und in der nächsten Folge geht's dann weiter und dann rennen wir mal die Olle holen, dann sind wir alle hier und dann mal gucken, wie es weitergeht, ne? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, irgendwas, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin dankbar für jede Hilfe, die von euch kommt. Und ich verabschiede mich, macht's gut, ciao, ciao, Leute.